da bin ich wieder zu meinem Let's Play Lightning Returns Final Fantasy 13. Ja, ich habe gesagt, ich besiegte schnell den Gegner, aber mir ist aufgefallen, dass ich euch die Endszene von dem Kostüm noch gar nicht gezeigt habe. Und deswegen hole ich das jetzt schnell nach. Boah, ey, jetzt ist der im Sorgzustand und ich kann nicht mal angreifen, weil ich zu wenig ATB hab. Komm jetzt. Ja, das ist die Endszene. So. Motorspule. Okay, dann wollte ich jetzt eigentlich schnell. Wo ist denn der Dings? Die Dame. Da. Ach, das ist eine Krämerin. Was verkauft die mir? Entschuldigung. Meine Stimme lässt gerade zu wünschen übrig. Okay, gut. Dann. Jetzt komm, bitte, ey. Mir reicht's jetzt. Ich schaue mir jetzt die Zahl an, so. Immerhin habe ich eine Mission zu erledigen. Muss ich die jetzt auch noch aufschreiben? Ach ja, stimmt, ich muss das Herz hier entfernen. Oh je. It's an Oracle Drive. It records the future. The children worship it. Mm-hmm. Yep. Whatever they see in it, they know it's a future that's bound to happen. Ha. Danke für die Info. Question. If someone believes everything this shows. This is who's going to kill me. Noel? The Hunter. Im Ernst? Noel? Mein Gegner? What did they end up thinking? I mean, if they saw that oracle I just showed you. Well, Savior, can you guess? Sure. It would look like the Savior appears on the final day and she tries to destroy the world. Ich will die Welt aber nicht zerstören, ich will sie retten. And puts an end to her sinister plan. Is that about right? The evil savior will die at the hands of the Shadow Hunter. The Oracle says Noel's going to kill me. You got it! But you know what? They're very impatient, these Etro lovers. So they've started the hunt without him. Anyone who looks like the savior is fair game. So why hasn't he shown himself? What's he after? If Noel's supposed to be here, why is he hiding still? Tell you what. Ask him yourself. Hi! Ja, er hat uns ja die ganze Zeit beobachtet. Noel Kreis. Wer sonst? Or should I say, Shadow Hunter? That's what they call me. Enter stage right, ready to play your role in the show. We don't make the prophecies. They are what they are. And the future happens whether we want it to or not. You're going to try to destroy the world, and I'm going to stop you. Ich muss das Herz entfernen. I'm not planning to destroy anything, but I can't deny that I'm here on God's orders. Bonavelza. He named me the savior and ordered me to rescue his people. Yeah, right. Just like the Oracle says. Mm-hmm. But it's too soon for our showdown, Lightning. When the time is right, we'll put an end to this. All of it. After all we've been through, you're telling me you still think these prophecies mean a damn thing? If you want the truth, I didn't until now. Who would believe you'd actually show up again out of nowhere after 500 years? Here you are, just in time for the final act, right on cue. You have to die, Lightning. Der Einzige, wo ihr stirbt, bist du. Alter, ist der gelenkig. Und ich muss immer noch das Herz entfernen. Aua. Eine leuchtende Null steht an der Wand. That's all four numbers. Now it's time to crash the children's party. Good. Now hurry. If they complete...
murder stop now. I'm worried about Noel too. Is it good? Noel Kreis. Do you remember him, Light? He's the one who took your sister. You know the graveyard, right? The one out by the North Station? Well, I heard weird chanting coming from inside. Sing song. It sounded like black magic to me. It really gave me the creeps. Mm-hmm. Okay. You think I'd forget? I was the one who sent them on their way and ordered them to save the future. What happened was my fault. No, he chose to go on the journey. Komm doch hier auch bestimmt auch irgendwo raus, oder? Ja. And to fight for a better world. Yes, it did end in her death, but that wasn't your responsibility. And in the same way, he chose to become the. Ich habe jetzt keine Lust auf das Monster, bitte. Okay, gut, dann muss ich jetzt hier lang. Eine Motorspule brauche ich jetzt nicht zum vierten Mal. Halt, da liegt was. Mit Tiere-Dings da irgendwas, okay. Und wo soll ich hide? Wenn die Prophecy is set in stone, nothing I do will change things. Besides, I've never run from anything. And I'm not about to start now. After all, I sent Noel off on. Ja, ich weiß, Lightning labert gerade viel, aber ich muss auch auf die Karte schauen, weil ich kenne mich hier nicht aus. Do what you have to. But Light, try not to die, okay? I've got no one else who can take. Ach komm jetzt, bitte! Wirklich jetzt. Keine Lust auf den Gegner. Im Ernst. Ich bin ja sonst nicht so wie leidisch, aber jetzt momentan habe ich keine Lust. So, und ich ändere jetzt schnell. Mission und Aufträge, Hauptmissionen. Finde den Code. Lightning hat alle vier Ziffern des geheimen Zugangscode, den sie zum Betreten des verlassenen Friedhofs braucht und somit für das Stürmen der Zeremonie braucht. Geht zum verlassenen Friedhof und gibt den Code durch das Telefon vor dem Friedhof durch. Wie jetzt? Muss ich mir den merken oder was? Ich weiß aber gerade nicht, wo ich meinen Zettel hingelegt habe. Na toll. Gut. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte, ja genau, Kampf gar nicht tun. Ich wollte das Herz entfernen bei der Göttlichkeit. Das habe ich nur bei dem Kampf mit reingemacht, weil ich es lustig fand. Aber jetzt möchte ich es gerne entfernen. So. Ist sonst noch was Neues? Ja, der Datenlook. Charaktere. Noel Kreis. So ein blöder Name. Noel kam aus einer fernen Zukunft, die am Ende der Zeit stand. Allein seine einzige und vertrauteste Freundin Jules starb, reiste er in die Vergangenheit, um das Schicksalspfad der Menschheit in eine neue Richtung zu leiten. So traf er Lightning und schließlich Sarah. Mit ihrer Hilfe kämpfte er gegen die Zerstörung, die er aus der Zukunft kannte. Dank seiner Zeitreise mit Sarah konnte das Schlimmste vermieden und die Menschheit vor dem Aussterben bewahrt werden. Doch trotz aller guten Vorsätze verursachte er stattdessen eine andere Tragödie. Er besiegte und tötete seinen alten irregeführten Mentor Gaius Balland, genau wie dieser es beabsichtigt hatte. Gaius' Tod leitete die Zerstörung der Welt ein und verursachte aus Servas Tod das Chaos, das seitdem die Welt zerstört. Servas Tod und der Verlust Schulz. Noel hat viel zu bereuen. Kein Wunder, dass sein Herz von der Dunkelheit zerfressen wurde. Aua. History und Legenden. Orakel. Orakel sind uralte Bildaufzeichnungsgeräte, die Aufzeichnungen von Visionen enthalten. Man findet sie in Ruinen, die einst Heimat der Zeitsehender waren. Dieses Volk wurde für Generationen von der Seherin Schul geführt, die die Fähigkeiten hatte, in die Zukunft sehen zu können, genauso wie selber im zweiten Teil. Die Bilder, die ihm von damaligen Zeitpunkt aus gesehen die Zukunft zeigen, sind nachweislich zutreffend. Wird eine Zukunft, die von einem Orakel aufgezeichnet wurde, geändert, werden die Änderungen und eine alternative Zukunft vom Orakel übernommen. Noel war ein Wächter der Seherin Jewel und ein Zeitreisender. Er weiß nur zu gut, welche schrecklichen Auswirkungen es haben kann, die Zukunft zu verändern. Will er deshalb die Zukunft schützen, die das Orakel zeigt, oder zeigt es einfach nur das Zukunft, die er sich so sehr erwünscht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt mein Feind, was mich nicht gerade glücklich macht. Aber es ändert hier halt auch sehr viele Leute, ne? Was damals passiert ist. So, nope, ich muss da nicht lang, ich muss woanders, ich muss da runter.
Okay, ich brauche mich. Und jetzt muss ich zum Nordfriedhof. Der ist da hinten. Das heißt, hier lang, ne? So, und jetzt. Jetzt nach rechts. Rechts, 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 rechts. Die Treppen hoch. Ordensbruder. Oh yeah. Okay. Hier ist ein Gegner. Den nehme ich gleich mit. So, kann ich euch nochmal die Endzeit-Dings hier zeigen? Komm, du musst doch nur noch einmal angreifen. So, damit wir die auch oft genug gesehen haben. Nibelfellknäuel. Ja, den habe ich jetzt schon zu oft. So, jetzt, gut. Ich beende die Folge hier. Such da nach meinem Zettel mit meinen Zahlen drauf, weil ich habe mir die ja natürlich nicht auswendig gemerkt. Also bis dahin. Ciao, ciao.